herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich wieder ein super, super schönes Produkt für euch zur Vorstellung parat. Und zwar geht es heute wieder um Schuhe. Ihr wisst, ich liebe Schuhe und ich habe wieder zugeschlagen, beziehungsweise die Schuhe habe ich von meinem Schatz bekommen. Da bin ich sehr, sehr stolz drauf und die sind wirklich wunderschön. Und ich zeige sie euch direkt. Diesmal habe ich die Schuhe von der Marke Sox, das ist ja quasi die weibliche Marke von Camp David. Und ja, also ganz normaler Schuhkarton und dann öffnet man den und da sind die Schuhe drin. Ich hole die jetzt raus. So, tada, hier sind die beiden Prachtexemplare und lasst sie erstmal auf euch wirken. Die sind wirklich so unfassbar schön. Schon allein die Farbe ist einfach total einzigartig. So richtig schön gräulig, silber und dann einfach hier vorne an den beiden Spitzen so ein bisschen ins Dunkle rein. Und wenn man genau hinguckt, dann schimmern die total schön und ja, einfach total detailreich, genau wie ich es mag. Mega außergewöhnlich, auffällig, wirklich ein wunderschönes Paar Schuhe. Und die Schuhe sind Teilleder, was auch richtig, richtig schön ist. Also denke ich mal, dass sie sehr, sehr lange halten. Die haben einfach mega viele Details, darauf kommen wir jetzt zum Sprechen. Also ihr seht, der Absatz ist nicht ganz so hoch, also der geht total klar, ist mega bequem. Und die Sohle ist auch schwarz, was ich natürlich auch richtig gut finde. Die ist dann nicht ganz so empfindlich, auch hier vorne der ganze Rand ist komplett schwarz, was gut ist, weil manchmal stößt man ja so ein bisschen dagegen. Also ich zumindest stolper des öfteren Mal und deswegen sind die Schuhe eigentlich ganz gut, so wie sie sind. Genau, und dann haben die einfach hier diese Riemchen drum, was auch richtig, richtig schön ist. Hier sind es einfach mega viele, die hier starten und die werden dann so ein bisschen, gehen die ineinander über. Und die eine ist einfach mit so Sternchen und so Pünktchen, so kleinen Nieten ausgestattet. Die andere ist einfach total glitzerig. Und die anderen sind normal, aber trotzdem sieht es einfach total besonders aus. Dann hier steht auch Sox drauf, bei beiden Schuhen steht Sox drauf, dass man einfach nochmal sieht, von welcher Marke die Schuhe sind. Dann haben die hier so einen Reißverschluss noch an der Seite, was ich auch richtig, richtig schön finde. Und man macht sie auch hier mit Reißverschluss auf, was natürlich auch super geschickt ist. Man kann richtig schnell reinschlupfen. Der Schaft hier oben ist auch so groß, dass man gut eine Jeanshose reinbekommt. Das werdet ihr auch nachher sehen, wenn ich sie euch getragen zeige. Ja, und ansonsten, der Farbton ist einfach unfassbar schön. Ich habe schon lange nach so einem Farbton gesucht, nach einem Grauton, aber was halt auch ein bisschen sich wieder mit diesem Blau widerspiegelt, wo einfach auch perfekt zu einer Jeanshose passt. Und hiermit habe ich das gefunden. Der Schuh ist richtig gut, auch wenn es mal regnet, kann man den gut abwaschen. Ich werde auf jeden Fall den Schuh imprägnieren, das empfehle ich jedem. Da muss man auch nicht das Zeug kaufen, wo es immer in den Schuhläden gibt, sondern die gibt es ganz günstig in größeren Flaschen, auch im Internet zu kaufen, vor allem bei Amazon. Da habe ich gute Erfahrungen mitgemacht bisher und dann auf jeden Fall imprägnieren und es hilft wirklich Wunder. Ja, und hier oben ist auch nochmal das Sox-Logo eingestickt, was auch richtig süß und klein ist, einfach so ein kleines S und auch hier am Reißverschluss steht wieder Sox, also die schauen wirklich nach Details und dieser Schuh ist unfassbar schön, total außergewöhnlich, wie vorhin schon gesagt. Hier vorne fließt das Ganze so ein bisschen ins Dunkle zu, die Spitze ist dann viel dunkler als hier hinten, was ich auch gut finde, weil wie gesagt, die Spitze wird meistens am schnellsten dunkel oder einfach schmutzig, wenn man draußen läuft und daher einfach richtig schön und geschickt das Ganze gemacht, also auf jeden Fall mit Köpfchen dahinter. Ja, und ansonsten, dieser Materialmix gefällt mir auch ganz arg. Also hier oben ist ja einfach das Ganze so ein bisschen heller. Dann geht es über in dieses Wildleder hier drumherum. Und hier ist einfach wieder da vorne das Ganze glatt, die glatte Oberfläche. Und dieser ganze Mix macht einfach sowas von den ganzen Schuh aus, dass der einfach unfassbar schön aussieht, wie vorhin schon gesagt oder wie schon die ganze Zeit gesagt. Ihr seht, ich bin begeistert. Genau. Diesen Schuh habe ich in der Größe 37. Eigentlich habe ich ja Größe 36 und ich hätte natürlich auch in 36 genommen, aber den Schuh gab es nur in 37, beziehungsweise Sox allgemein hat meistens Schuhe erst ab der Größe 37, was ich richtig schade finde. Aber ich passe trotzdem gut rein. Also es ist eine gute 37, wo man auch mit 36 reinpasst. Und wenn man zum Beispiel mal dickere Socken anzieht, dann passen die auf jeden Fall richtig gut. Ja, ansonsten sind die mega bequem, mega ergiebig und wie gesagt, durch den nicht so hohen Absatz auch
riecht also bequem, wenn man Stadtbummel macht, auch gut tragen. Ja, Preis, die Schuhe sind etwas teurer, wie gesagt, es sind auch Teillederschuhe und die kosten 79,95. Jedoch hat gerade Camp David bzw. Socks eine Aktion, wo man 20% auf alles bekommt. Ich hoffe, wenn das Video online geht, gibt es die Aktion noch. Ansonsten, ja, kostet der Schuh 79,95, habe ich gesagt, oder 79,99. 79,95, genau. Aber wie gesagt, das ist wirklich ein mega außergewöhnlicher Schuh und da gibt man gerne so viel Geld aus. Und es ist auch wirklich ein wunderschönes Geschenk von meinem Schatz, wo ich mich mega drüber gefreut habe und der auch richtig gut zu mir passt. Und jetzt habe ich, glaube ich, genug gesprochen und jetzt werde ich dieses wunderschöne Paar Schuhe auch mal euch getragen zeigen. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon wieder am Ende meines Videos angelangt. Ja, ich bin mega begeistert von den Schuhen. Sind wirklich mega schön, auch wenn sie etwas teurer sind, was sonst immer eigentlich ich nicht so viel ja ausgebe. Aber ich habe ja 20% nochmal drauf bekommen. Das heißt, es sind ja dann ein bisschen billiger geworden. Und es sind auch Lederschuhe. Von dem her sind auch meine ersten Lederschuhe. Bis jetzt hatte ich noch nie echt Lederschuhe. Und deshalb war das mal ganz gut. Und es ist ja auch für mich, ist es ja auch ein Geschenk gewesen. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch gerne was unten in die Kommentare. Und vergesst auch unbedingt das Abonnieren nicht. Und dann schaltet auch wieder am Sonntag um 12 Uhr ein. Bis dahin, sage ich tschüss.